Aloha, ein schöner Tag, um Rainbow Six zu spielen. Klimawandel, ahoi. Nach meiner Ingame-Begrüßung geht es in die erste Runde. Bombay! Diese beginnt auch Rainbow-typisch mit einem Spieler zu wenig. Soll uns aber ja nicht stören. Dank des guten deutschen Internets dauert es etwas länger, ich werde aber freundlich begrüßt. Ich antworte mit einem entsetzten Why und einem knallhart traurigen Smiley. Nachdem ich die Architektur bestaunt habe, platziere ich eine kleine Kamera. Nachdem mein eigenes Team schon nach kurzer Zeit gebumst worden ist, Wow. lege ich noch einen um, werde aber dafür direkt bestraft. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. In Runde 2 sehe ich eine coole Frostfalle, nur um sie 5 Sekunden später zu vergessen und reinzulaufen. Nice. Eigener Trupp getötet. Play of the game. Runde 2 auch verloren. Nun geht es in die erste Bällchenrunde für die Gegner. Ich platziere ein paar Kameras. Neue Übertragung. Verteidigung entsprechend planen. Bin gebrainfuckt von den Kameras eines Mates. Und voilà, durch ein Loch des Gegners. Zweideutig. Nur noch ein Gegner übrig. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Runde 3, gewonnen. Nächste Runde versuche ich zu outplayen und versage, während ein Mate gerade den Over 9000 IQ-Play ausführt. Ich lerne aus Fehlern, sterbe aber trotzdem. Dennoch, krasse Mates auf zum Finale. Jetzt platziere ich ein paar Fallen und mache wirklich den Play of the Game. Play of the Game. Als Sieger noch mal witzig sein. Und ab ins nächste Game. Nach 2 Monaten macht der Yannick auch mal weiter mit den Aufnahmen und erstmal wird mit dem Puls gespielt. Nur um ihn später wegzumachen, weil er sich nicht vom Spot rührt. Die Runde führt zu einer 2 gegen 1 Situation, wo ich erstmal, ohne zu wissen, woher, Schaden kriege und dann merke, weil ich ein bisschen verwirrt bin und dann merke, dass mein Mate gerade down gegangen ist. Nachdem ich gecheckt habe, dass Cavera gerade ihre Fähigkeit benutzt, um meinen Spot herauszufinden, bin ich einfach mal entgegengekommen und habe ihr einen sehr, sehr schönen Header verpasst. Natürlich auf Skill-Basis. Einzelne Entführung und nun erstmal mit dem Niveau etwas runtergehen, aus dem Fenster schießen, was nicht ganz funktioniert. Dann C4 hinterher, warum auch immer. Denke ich mir so nach 2 Monaten. Aber ich bleibe mir ein bisschen treu, bleibe dann noch ein bisschen stehen und schaffe tatsächlich noch ein Kill. Ich komme meinen Mates zur Hilfe und werde dafür rechtlich belohnt. Aber die Runde am Ende doch noch gewonnen und nun kommen wir zu unserem ersten Matchball. 10 Sekunden.
Sekunden. Anstatt die Gegner einfach wild zu pingen, versuche ich einfach mal SFS taktisch und die Drohne zu verstecken. Nachdem Blitz einen sandigen Header kassiert hat, gehe ich ein paar Schritte zurück, nehme eine Drohne, um über ein bisschen vorauszugucken und sehe erstmal den Hausgast. Versuche natürlich durchs Fenster zu schießen und treffe mich allerdings kurz danach mit der Flash. Kann Cavera am Ende aber doch noch töten, aber kriege schon direkt die Grüße vom nächsten. Zwei Gegner später gewinnen wir auch die dritte Runde und kommen nun zum Grand Finale. Beim Gameplay sind auch nun 2 Monate vergangen und wir machen das Finale mit einem Clan, was natürlich aufgrund meines Levels und meiner Skills nur sehr gut werden kann. Oder? Heidi. LOL! Wo kommt die denn her? Nein, nein, nein! Oh. Ah, es ist nur noch Maverick. Nur noch einer. Komm her, sei greedy, komm. Oh, ich kann den pingen. Das Ding, der Hauptding. Er kommt hochgelaufen, er kommt zu dir hochgelaufen. Anderes der. Was hast du gemacht? Was hast du getan? Alter, war das dumm. Nein. Ich hab mich verdrückt. Ich wollte die C4 wieder abnehmen und hab was für eine Gegend. Nachdem alle Leute abgeschaltet haben, die auf irgendwie Skill oder ähnliches gehofft haben, können wir auch nun weitermachen. So, jetzt keine 3 Schritte zurück. Beim Laden des Games bin ich schon mal letzter und frage mich, ob das irgendwas für mich zu bedeuten hat. Ein Random Mate ist schon mal geliefert, dafür kriegen wir direkt einen neuen und nun kann die Runde endlich beginnen. Mit der Bombe unter dem Arm, aber dafür mangelnden Map-Kenntnissen, verfolge ich einfach mal den anderen und hoffe, dass ich nicht so hart verkacke. Nachdem ich vom Gegner gespottet wurde, sehe ich mich verwirrt im Raum um, nur um den nächsten Raum zu betreten und dann wieder gespottet zu werden. Reiß hier auf. Geht auf. Whoa, währenddessen explodiert einfach mal alles. Whoa. Ich bin weiterhin sehr verwirrt. Aber lande in meinem Kill. Die Freude ist aber von kurzer Dauer, denn wenige Sekunden später segne ich das Zeitliche. Da mein Team aber so krass wie ein Pokémon in der letzten Entwicklungsstufe kämpft, können wir die Runde aber doch noch gewinnen. Runde 2, nun sind wir dran mit Verteidigen. Die Kameras versuche ich so zu verteilen, dass sie wenigstens ein wenig Sinn machen. Und ich stelle mich so hin, dass ich zumindest denke, dass da was passieren kann. Spoiler Alert, wir gewinnen die Runde, ohne dass ich keinen Hauch eines Gegners gesehen habe. Man überlegt, wie man mich am besten nennen kann, ein bisschen, und wir finden eine gute Lösung. Einfach Hass. Hass, ja, Hass. Hass passt Hass. Auch. Hass! Hass ist auch gut. Nun aber wieder zum Sachlichen und wir gehen zum ersten Matchball. Ich zerstöre eine teure Kamera und werde mit einem gratis Jumpscare belohnt. Pass mal auf, für die Clash haben wir was. Der ist im Raum, wo ich gestorben bin, hart links von meiner Tür. Ja. Die dritte Runde geht ins Finale mit einem 3 gegen 1, wo ich den Gegner sehe und am Ende töten kann. Die dritte Runde war vom Stil etwas anders, aber ich hoffe, dass es euch dennoch gefallen hat. Und lasst gerne ein Feedback da, sowie einen Daumen oben oder unten, damit ich Bescheid weiß, ob man davon wieder mal was machen kann. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Projekt, bis zum nächsten Video und ciao.